Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mittlerweile im Wir sind mittlerweile im Nordsektor, müssen den hier noch befreien, um zu unserer Tochter zu gelangen. Ich würde ganz gerne nochmal Sabotage durchführen. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, dass hier eine Kamera hängt. Weil wir müssen ja so oder so entdeckt werden. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Hallo. Da gab es erstmal eine Kopfnuss. Und dein Gewehr hängt hier in der Luft. Vielleicht war es nur ein Luftgewehr. Ich glaube, da vorne wird es aber... Wie denn? Naja, entweder hat er eine Leiche gesehen, was aber eigentlich nicht sein kann. Oh, hallo? Dann schreie ich dich aber an. Er kann durch Wände schießen? Nee. Bloß ein Holovisier geht durch Wände. Ach, hör doch ab mit deinem Silber. Ach, und wir haben hier noch... Heilen, 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 heil dich, heil dich, heil dich. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir aber gerade... Hier wird es ja langsam wirklich... Ah, zwei Gewehre, alles klar. Etwas unangenehm. Was war denn das? Wir wurden festgehalten. Ja, wir bleiben jetzt erstmal hier drüben. Legen erstmal die um, die hier sind. Was hat denn er? Das ist aber auch neu mit seinem Arm da hinten. Warum kommt denn jetzt schon die nächste Welle? Ihr seid doch noch gar nicht alle tot. Ich glaube, wir müssen mal Rasereien. Ah, wir können ja nicht Rasereien. Jetzt können wir Rasereien. Bam. Machen wir erstmal schnell das Gewehr hier hinten. Oder Gewehrturm, ihr wisst, was ich meine. Ach, in Raserei macht es wirklich immer noch am meisten Spaß. Damit wäre auch der Sektor befreit. Ich glaube, so wirklich viel mit Geisterpunkten ist hier nicht mehr, ne? Your turn, Ava. On it. You head to the north sector. How are you managing? Lost some men in a counterattack, but we've managed to push them back. Oh, ich dachte, wir sind schon im Nordsektor. Entschuldigung, ich erzähle hier mal einen Quatsch. Hätten wir jetzt die Tür noch hacken müssen? Oh, wir sollen da hinten lang. Oh. Anscheinend doch nicht. Vielleicht hätte man noch einen Geisterpunkt gefunden. Ach, da müssen wir nochmal schnell hin. Entschuldigung. Aber hat ja einen Grund, warum es hier Türen gibt. Vielleicht hätten wir auch hier bloß die Türme ausschalten können, aber ich möchte nochmal nachschauen. Ja, nur die Kamera und die Türme, okay. Ich dachte, wir können vielleicht die Türen hier öffnen. Und finden da noch was Schönes, aber nein. Flaschentechnisch sind wir auch voll. Muss ich mal wieder ein bisschen was von trinken. Der hier eher noch längst nicht dehydriert ist, ist ein Wunder. Oh, wir haben wieder explosive Fässer. Ja. Die bleiben alle dort. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir hier vorbeikommen sollen, ohne... entdeckt zu werden. Wir rennen einfach. Schnell, 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 schnell. Und hier hinten rein. Los. Ah, haben wir geschafft. Ab und zu muss man das auch mal so machen. Bleibt nichts anderes übrig.
Wenn es das Spiel zulässt, dann ist es auch so gewollt. Ich glaube eher, ihr werdet es bereuen, für Antron zu arbeiten. Ich finde es schade, dass man die hier nicht so ausschalten kann. Da hinten haben wir ein Exo. Weiß nicht, ob wir jetzt einfach direkt hier... Was passiert denn dann? Ah! Cool. Oh, aber wir wurden direkt entdeckt dabei. Schade. Nein. Oh, ich glaube, hier geht gleich die Post ab. Ach, geil. Massenhetzerei. Haben sich schön alle hier auf der Treppe versammelt. Da hat sich der Angriff mal richtig gelohnt. Nein. Ich möchte nicht getroffen werden. War das wieder so eine Drohne oder war das was anderes? Ah, der Raserei ist schon wieder beendet. Was ist das? Sturmangriff. Den Silbertypen hier oben, der geht mir gerade richtig auf die Nerven. Komm schon. Zwei davon. Ja, ist doch gut. Also das Ausrasten macht schon Spaß, das muss man ehrlich sagen. Es ist halt, ich liebe einfach Spiele, wo man einfach der King ist. Keiner eine Chance gegen einen hat. Und man einfach mal schön ohne Sinn und Verstand einfach auf die Maus hämmert. Wir könnten nochmal Raserei, aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es doch noch nicht geschafft. Dann gibt es auch noch mal eine Raserei. Was kam denn da angeflogen? Na komm, jetzt haben wir ihn. Bam. War es der letzte? Nö. Und wieder ein kleines Blutbad veranstaltet. Einfach der Vollständigkeit halber. Wo müssen wir denn lang? Hier geht's nicht durch. Wir müssen zwar dahinter. Hier oben war auch kein Eingang. Den lassen wir. Nochmal muss es nicht sein. Oh, hier geht's lang. We placed C4 on key support structures in two sectors. Took some heavy losses in the process, but we're holding strong. Leider kein Geisterpunkt. Dr. Lesterman, die Operationsseele des Viridian State Prison sind nicht in der Lage, die Fortsetzung unserer Tests zu bewältigen. Bitte bereiten Sie ein Labor vor, das in der Lage ist, das Werwolfsobjekt auf unseren Offshore-Basis aufzunehmen. Könnten auch hier rein. Aber wenn das Spiel das erstmal nicht von uns verlangt, machen wir das natürlich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Zeitdruck. Unserer Tochter wird es nicht besser gehen, wenn wir noch eine halbe Stunde länger brauchen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn man dann vielleicht mal ein oder zwei Räume nicht gesehen hat. Normalerweise spiele ich schon Sachen. Black Spirals. Good. I've got an old score to settle. Aber hallo. Ja, normalerweise spiele ich Sachen schon
so komplett durch, dass man halt auch mal alles gesehen hat. Aber ich finde, bei dem Spiel ist das okay, wenn man auch mal in den Raum überspringt. Einerseits wird eh nicht viel passieren, außer wir flippen aus und ziehen das Ganze 5 Minuten in die Länge, dadurch, dass wir sinnlos drauf einprügeln. Und einen riesengroßen Mehrwert aus den ganzen Briefen, die wir gefunden haben, habe ich auch noch nicht gezogen. Wir wissen schließlich, worum es geht. Natürlich ein Geisterpunkt eventuell mal da oder dort übersehen. Aber ansonsten denke ich, bei dem Spiel ist das okay, wenn wir uns mal ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren. Also, Tänzer der schwarzen Spirale. Das heißt, wir werden wieder Werwolfskämpfe haben. Alter, was? Wie sieht's denn da unten aus? So, Watkins has sent his dogs to do his dirty work. Erstmal wegrennen. Au. Au, ei, der kann unseren Angriff. Gibt's ja wohl nicht. Nur, dass er bei ihm um einiges unspektakulärer ist. Alter, das ist aber flink. Au, au. Oh, wir kriegen gut Hit. Nicht so geil. Geh weg. Kann aber halt auch kaum ausweichen, ne? Weiß nicht, wer der Stärkere ist. Also wir haben anscheinend einen in der Vigor und einen in der Elan-Haltung. Sieht zumindest gerade stark aus, weil das ist der Schnelle und das andere ist der Kräftige. Wir müssen uns unbedingt nochmal heilen. Vielleicht sollten wir die Säule hier in der Mitte ein bisschen als Schutz nutzen, wenn der seinen Clown-Angriff macht. Au. Bleib jetzt erstmal in der schnellen Haltung, bis wir den Schnellen besiegt haben. Und dann wechseln wir. Gut, wir können Hinrichtung machen. Boah, der Arme. Und jetzt geht's an den richtigen Boss. Hätten wir uns wahrscheinlich selber entscheiden können, wen wir zuerst umbringen. Au. Au, das hat er wirklich reingezerrt. Ich find's schade, dass wir als Werwolf dann nicht mehr trinken können. Hätte ich jetzt mal vorher machen können, aber wir hatten ja nicht wirklich die Möglichkeit dazu. So, wir wechseln mal die Haltung. Hä? Wo war denn er jetzt hin? Schaut mal, was das abzieht, ne? Aber er uns genauso. Ah, ich darf nicht so viele von den Attacken machen. Wir haben kaum noch Zorn, um uns wieder zu heilen. Ach ja, natürlich. Beam dich halt. Man kann nicht flüchten, ne? Ich hab's probiert, ihr habt's gesehen. Genau in der Sekunde. Aua! Brauchen unbedingt Zorn. Wir müssen hier mal kurz reinprügeln. Jetzt konnten wir eben doch ganz gut abziehen. Also es geht eigentlich. Raserei haben wir halt leider nicht genug, aber wir machen jetzt einmal noch Clown-Angriff und dann war's das für ihn. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer dieselbe Animation ist bei der Hinrichtung. Black spiral bands is cleaner. You okay to keep going? I've got no choice. We're at the last step. You've got to disconnect the server. It'll allow me to open your path to Adana. Aber sah schon ein bisschen ekelhaft hier unten aus. Wahnsinn, wir haben wieder 2 Geisterpunkte. Wir können mal schauen. Der Wirkbereich von Stampfen. Stampfen ist Müll, brauchen wir nicht. Bocksprung fügt nun bei der Landung Feinden. Ich weiß, ich habe das alles schon 1000 Mal durchgelesen, aber... In der Raserei rufen erfolgreiche Angriffe Wut hervor. Das wäre eigentlich ganz cool. Und wir kriegen während der Raserei Heilung. Wir nehmen mal das. Auch wenn wir in der Raserei meistens eh völlig OP sind. Aber Heilung ist immer gut. Hier ist zu. Hier kommen wir rein. Habe ich nicht gesehen. Entschuldigung.
Wir trinken haben wir, glaube ich, genug. Brauchen wir nicht. Aber die Türen würde ich gerne öffnen. Und wir haben noch was zu lesen. Dr. Lesterman. Die Tänzer der schwarzen Spirale wurden auf Anweisung des Präsidenten zur Basis gebracht. Wir fordern die sofortige Anlieferung der Leichen von Personen an, die dem Programm erlegen sind, oder von Individuen, die als ungeeignet beurteilt wurden. Sie sollten ausreichen, um die Tänzer in den kommenden Wochen zu ernähren. Wir werden ihnen die vollständigen Daten der zwei Subjekte bezüglich ihres Verhaltens und ihrer Angriffsfähigkeiten übermitteln. These sons of bitches won't hurt anyone again. Schön von Leichen ernährt. Ist schon traurig, dass wir gegen unsere eigene Rasse kämpfen müssen. Du hast mich nicht gesehen. War bloß eine Halluzination. Aber wir haben hier tatsächlich mal keinen Gegner, den wir nicht erledigen könnten. Also nutzen wir das natürlich auch mal aus. Jetzt stehen die natürlich richtig doof da. Wir sind zu weit weg. Ach komm. Schaffen wir es noch? Zum Glück sind die immer so schön langsam beim Funken. Gucken, ob wir es jetzt damit... Nee, kriegen wir auch noch hin. Und er schaut bloß in die Richtung. Und damit haben wir es doch ganz gut geschafft. Ab in den nächsten Raum. Das sieht mir aus wie ein Serverraum. Wir haben es geschafft. Wir können endlich Ava den Weg frei machen. The server's been neutralized. Nice. Now I can open the way to the west sector. That's where they're keeping Adana. Go get her back. Wir nähern uns unserer Tochter. Was will man machen, ne? Rennt erstmal alle zum Serverraum. Ah, verdammt. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Bam. Überraschungsangriff. Ach nein, wieder ein Einhorn. Gar kein Bock. Brauchen die andere Haltung. Einhorn. Cool, diesmal ist es ein Zweihorn, oder? Waren das vor uns schon zwei Hörner? Habe ich vielleicht einfach nicht gesehen. Unser Kombo geht flöten. Nein. Ach, verdammt. Exo mit Flammenwerfer. Vielleicht können wir Raser rein. Ja, ich möchte echt nicht so nah am Abgrund hier stehen. Ich habe keinen Bock, dass wir nochmal runterfallen. So, jetzt sollten wir ja Heilung kriegen. Leider sind wir komplett voll, dass wir es nicht wirklich beobachten können. Naja, wir haben uns gerecht. Nein. Weil er hat es selber gemacht. Ich habe einfach nur die Taste zum Ausweichen gedrückt, weil ich wollte, also zum Ausweichen und zum Gegner hin, ist dieselbe Taste. Ach, verdammt. Es tut mir leid. Es war wirklich keine Absicht. Ich beeile mich, dann sind wir schnell wieder da, wo wir waren. Ich möchte jetzt hier halt nicht ausflippen, weil dann kommen hier gleich schon wieder Versorgungstruppen und ich glaube, es dauert im Endeffekt dann länger. Ach shit. Okay. Nee, dann geht gleich das Tor da hinten auf, also kommt auch selber raus. Na gut. Dann flippen wir halt gleich aus, ne? Was soll's? Ob wir jetzt kämpfen oder später. Spielt keine Rolle, aber diesmal locken wir die alle hier hinten rein. Das war ja fies. Wenn er dann damit noch getroffen hätte. Guck mal, können wir das? Ah, hat nicht ganz... Okay, weg. Hat nicht ganz so funktioniert. Hätte ich ein bisschen später machen sollen. Hier ist der Exo, den hat man schon
Ja, gut. Ein, zwei Minuten verloren. Tut mir leid. Dann geht die Folge halt ein, zwei Minuten länger. Damit hier niemand böse auf mich ist. Nicht so nah daran. Kommt bitte hier hinter. Hab das gesehen mit seinem Angriff. Wenn es ein Pokémon gewesen wäre, wäre es Sichlor gewesen. Ne, ihr müsst schon hier hinterkommen. Ich komme da nicht mehr raus. Das könnt ihr voll vergessen. Ach komm, wir waren genau am Rand. Aua. Ja, nee, ich möchte nicht dahin. Du stehst genau am Rand. Vielleicht kriege ich dich heruntergeworfen. Vielleicht in der starken Haltung. Haben wir da mehr Stoßkraft? Gott. Er kommt halt auch nicht hier rüber, ne? Er weiß schon warum. Was macht er denn? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf seinen Job. Kündige doch einfach. Du bist noch in der Probezeit. 2 Wochen. Hast den Spaß hinter dir. Na. Au. Na komm, ein Schlag noch. Immer noch nicht. Jetzt. Und wir haben ihn darunter befördert. Wir müssen jetzt nochmal ganz schnell den Computer, den Server ausschalten. Und dann haben wir es doch geschafft. The server's been neutralized. Nice. Now I can open the way to the west sector. That's where they're keeping Adana. Go get her back. Wissen wir ja alles schon. Na gut, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's dann wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.